In Star Wars, welcher Charakter ich wäre? Oh, das ist eine. Bitte nicht Jar Jar. Nee, vielleicht Han Solo. Ich bin Christian Lindner. Ich bin der Vorsitzende der Fraktion der Freien Demokraten hier im Deutschen Bundestag und das wird mein Prêt-à-porter. Als Fraktionsvorsitzender repräsentiere ich die Fraktion nach außen, also beispielsweise bei den großen Debatten, die wir im Parlament führen, den sogenannten Elefantenrunden, zum Beispiel nach den Regierungserklärungen von Frau Merkel, da spricht die oder der Fraktionsvorsitzende. Mich inspiriert in meiner Arbeit die Begegnung mit Menschen. Ich bin ja unglaublich gerne im Land unterwegs und besuche Institutionen oder Betriebe oder treffe Menschen, unterhalte mich mit ihnen, von denen man was lernt, was aufnehmen kann. Und das inspiriert mich. Das ist ja wirklich eine Asymmetrie, gell? Dass er jetzt diese ganzen Spickzettel hat. Ja. Sie glänzen zu lassen. Also das ist wirklich sehr asymmetrisch. Sie werden aber gleich sehen, es ist nur zu Ihrem Besten. Das liebe ich auch an der Arbeit als Abgeordneter. Es ist diese Mischung aus Begegnungen mit Menschen und immer neuen Themen, von denen man etwas lernt. Die Möglichkeit der Gestaltung. Es ist dann die sportive Note. Eben die Debatte im Parlament hat ja auch etwas wettbewerblich Sportliches. Und im Paket muss ich sagen, dass ich mit Leib und Seele und leidenschaftlich gerne Parlamentarier bin, weil die Kombination gibt es nirgendwo sonst. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil wir nicht Minister geworden sind. Was ist das für eine Rückgratlosigkeit? Ach, zu Beginn der Legislaturperiode gab es mal einen Zusammenstoß mit den Grünen, die immer wieder so dieselben Zwischenrufe gemacht haben. Ja, was sagt die FDP jetzt? Ihr hättet ja mit uns regieren können. Ansonsten liegen mir aber eher die ruhigen Töne. Und ich glaube, dass manchmal auch ein mit ruhiger Stimme, aber präzise vorgetragenes Argument auch, wie soll ich sagen, wirksamer sein kann, als wenn man die Stimme hebt. Für uns ist klar, Staatsschulden sind eine Gefahr für die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion. Die Krise von vor 10 Jahren ist noch nicht überwunden. Die Europäische Zentralbank ist bisher nicht in den normalen Modus zurückgekommen. Inflationsgefahren drohen. Und deshalb muss klar sein, finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist ein Garant für Stabilität und für Solidität. Das gesellschaftspolitisch wichtigste Thema, die Bildung, weil wir dort die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen etwas aus ihren Lebenschancen machen. Konkret wird es nur dann, wenn man über praktische Lebenstüchtigkeit im Alltag verfügt, über eine beruflich verwertbare Qualifikation, über einen kulturellen Horizont, dann sind die vielen Aufstiegsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft für Menschen nur realisierbar. Und deshalb, seit ich vor über 20 Jahren in die Politik gekommen bin, war das Thema Bildung, Aufstiegschancen eigentlich von Anfang an das, was mich politisch begleitet und geprägt hat. Ich wollte ganz früh auf eigenen Beinen stehen. Ich wollte eine eigene Wohnung haben und ich wollte bei niemandem fragen und Bitte und Danke sagen. Und deshalb habe ich mich sehr früh dann auch selbstständig gemacht, um neben der Schule meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich habe da in jungen Jahren Dinge getan, wo ich heute sage, Mensch, etwas ruhiger, mach ein bisschen mehr Urlaub zum Beispiel. So, aber wenn ich als 42-Jähriger das dem 18-Jährigen gesagt hätte, der würde sagen, ja, ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe Dinge zu tun. Ich muss Dinge auf den Weg bringen. Ich habe das und das und das vor. Und insofern, wenn ich heute da einen altklugen Rat geben würde, ich glaube, der 18-Jährige würde sagen, der 42-Jährige hat gut reden. Für mich ist ein gelungenes Wochenende, wenn ich
mindestens einen freien Vormittag habe, wenn mindestens an einem Abend wir Freunde oder Familie treffen. Das ist für mich das Wichtigste am Wochenende. In der Politik bin ich ja oft der Sender und muss erklären, warum die FDP Dinge so oder anders sieht, während ich es eigentlich ganz wohltuend finde, wenn wir in der Familie zusammenkommen oder ich Freundinnen und Freunde um mich habe, dass ich dann nicht immer derjenige bin, der texten muss. Ja. Eher Star Wars oder Star Trek? Ich bin in beiden Universen gleichermaßen zu Hause. Völlig unterschiedlich. Das eine eher ja eine Dystopie, wie man sich's nicht wünscht, und stärker mystifiziert. Während Star Trek ja oft so eine Idealwelt ist. Ne? Das ist ja so eine Art fast technologischer Sozialismus. Man hat das Gefühl, die besitzen eigentlich privat gar nichts und können alles technisch reproduzieren. Ein ganz anderes Universum. Ich finde beide auf ihre Art spannend. Wir haben enorme Investitionen wegen des Klimaschutzes. Wir haben die Alterung der Gesellschaft, die kommt. Wir haben auch andere Fragen, denen wir uns widmen müssen. Gerade haben wir gelernt, der Katastrophenschutz ist nicht gut, so gut wie er sein sollte. Die Situation an den Schulen. Und das alles übereinander zu bringen mit dem Verzicht auf immer neue Schulden, die die nächste Generation belasten. Und auch Steuererhöhungen auszuschließen, weil die Mitte der Gesellschaft schon so stark in Anspruch genommen wird. Das ist eine der größten und schwierigsten Herausforderungen der nächsten Jahre. Ich wünsche mir, dass wir Deutschen den Wert der Freiheit einfach stärker schätzen lernen. Während der Pandemie gab es enorme Einschränkungen bei den Grundrechten. Und natürlich Einzelne haben protestiert, manche sich sogar radikalisiert. Aber insgesamt war die Sensibilität für die Bedeutung der Freiheits- und der Grundrechte nicht so ausgeprägt, wie ich mir das wünschen würde. Und da meine ich, müssen wir an unserer Mentalität etwas arbeiten. Das ist schwieriger, als man denkt, dieses Hurra, wir leben noch. Hurra, wir leben noch, da, 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 da. Ich schaue nicht so viele Videos von mir selbst. Also lieber das als das ewige Kuhkrawatten-Ding.